Der typische Lahnnebel lichtete sich gerade, als die beiden Mannschaften zum Klassiker aufs Spielfeld liefen. Die U17-Junioren des Deutschen Fußballbundes standen dem Nachwuchs Spaniens gegenüber. Vor der für ein U17-Länderspiel großartigen Kulisse von 5.678 Zuschauern in Wetzlar erwischte die Mannschaft von Christian Wück den besseren Start. Allerdings mussten sich beide Mannschaften erstmal auf das tiefe Geläuf einstellen. So kam auch die erste Chance über den Kampf zustande. Ferrati vom VfB Stuttgart scheiterte aber knapp am spanischen Torhüter Carlos Martin von Atletico Madrid. Kurz darauf sah man auf dem vollgefüllten Rängen in Wetzlar die deutsche Mannschaft mit starkem Pressing und dem daraus resultierenden schweren Abspielfehler des spanischen Keepers. Philipp Ox bekommt den Ball in die Füße gespielt und passt direkt zu Ferrati, der aber verzieht. Auf der anderen Seite geht es ähnlich zu. Nach schöner Ballstaffette ist aber der Abschluss deutlich misslungen. Auf der Ehrentribüne sitzen neben den bekannten Gesichtern aus Wetzlar auch einige Beobachter mit spitzen Bleistift und notieren eifrig. Auf der Südtribüne hingegen geht es natürlich schon etwas temperamentvoller zu. Hier sitzen jung und alt, spanische und deutsche Fans und erfreuen sich an einem dennoch guten Spiel und der immer besser werdenden Witterung. Fast südländisch halt. Und noch einer kam ganz besonders bei den jüngeren Zuschauern ganz groß an. Paule, Maskottchen der deutschen Nationalmannschaft seit 2006, war einer der begehrtesten Autogrammgeber schon während des Spiels. Mit einem 0:0 ging es dann in die Pause. Und wir fragten bei Sportamtsleiter Wendelin Müller und dem Teammanager der deutschen U17-Mannschaft Bastian Krebs nach, wie sie die Veranstaltung für Wetzlar bisher beurteilen. Die Hütte ist voll. Wir freuen uns sehr, dass das so geklappt hat, weil das Wetter auch mitspielt. Das ist, glaube ich, am 12. November kein Selbstläufer. Und umso besser ist natürlich die Stimmung. Dass es auch organisatorisch so reibungslos läuft, geht auch mein Dank an die Eintracht Wetzlar, die hier im Umfeld viele Leistungen vollbringt. Und vor allem auch an den DFB, der hier sehr professionell aufgetreten ist und mit uns zusammen eine tolle Veranstaltung hierhin gezaubert hat. 5.000 Zuschauer ist schon eine Hausnummer, wo man sich damit sehen lassen kann. Wie gefällt es Ihnen, Wetzlar? Wetzlar, wunderschöner Ort. Oh, Moment, muss ich kurz gucken. Und Organisation mit der Stadt Wetzlar zusammen, diese Kulisse auf die Beine zu stellen, war schon aller Ehren wert. Und aller Ehren wert war auch die zweite Halbzeit. Das 1:0 durch den Spanier Garcia können wir Ihnen leider nicht zeigen. Aber die darauffolgende Leistungssteigerung der deutschen Mannschaft schon. Hier erarbeiten sie sich einen Eckstoß. Und dieser wird dann vom Innenverteidiger David Pütz eiskalt genutzt. Wuchtig köpft er den Ball in der 65. Minute zum 1:1 in die Maschen. Eine einstudierte Variante, oder? Ja, das war einstudiert vorher im Training. Vorher haben wir noch kein Standardtor gemacht. Dann hat der Trainer den Fokus darauf gelegt und dann, wie im Training einstudiert, bin ich einfach rein in den Ball gegangen und dann mit allem, was geht, rein. Ja, war ein schönes Ding, das muss man wirklich sagen. Danach agierten die deutschen Junioren noch offensiver und erarbeiteten sich viele Chancen. Hier allerdings hätte das glatt nach hinten losgehen können und Timo Königsmann muss Kopf und Kragen riskieren, um den zur Flanke mutierten Befreiungsschlag der Spanier zu entschärfen. Die Deutschen erspielten sich erheblich mehr Chancen, aber entweder kam der letzte Pass nicht an oder aber der Abschluss war zu ungenau, wie hier durch Philipp Ox. Die wenigen spanischen Chancen in der zweiten Halbzeit parierte Keeper Timo Königsmann von Hannover 96 glänzend. Auch für das leibliche Wohl war im Wetzlarer Stadion gesorgt. Und die Zuschauer genossen bei bestem Wetter dieses gute U17-Länderspiel. Auch wenn hier und da mal ein paar hochkarätige Chancen durch die deutsche Mannschaft liegen gelassen wurden. Am Ende trennten sich die Mannschaften 1:1. Die Spanier konnten den deutschen Spätsommer und das Ergebnis etwas mehr genießen. Die deutschen Fans bekamen die zukünftigen Stars nochmal hautnah zu fassen. Viele Autogrammwünsche wurden erfüllt, viele Fotos geschossen und am Ende fragten wir nochmal beide Torschützen nach ihren Einschätzungen zum Spiel. Also die haben von Anfang an gewusst, dass es ein harter Knochen ist, wie man auf Deutsch sagt. Die waren diszipliniert, die waren ordentlich eingestellt auf das Spiel gegen die Spanier. Es war für ihn eigentlich ein ordentliches Spiel und eigentlich auch ein verdientes 1:1. Grundsätzlich kann man natürlich sagen, 1:1 gegen so eine große Fußballnation ist ein gutes Ergebnis.
Aber wenn man die Dominanz im Spiel sieht, wenn man die Chancen, das Chancenverhältnis letztendlich sieht, muss man sagen, dass man damit nicht grundsätzlich zufrieden sein kann. Also wir müssen die Tore machen und dann gehen wir hier mit einem Sieg raus.